Jo Leute, da sind wir wieder mit den Sims. So, ja, sind mal wieder ein bisschen Stück weitergekommen mit den Tricks, aber ja, das ist halt ein bisschen problematisch. Ich möchte auch noch diese Folge ein bisschen dafür nutzen und dann möchte ich das auf jeden Fall mal versuchen mit den Tiershows. Denn ja, wir können ja nicht so lange hier rumhängen, ne? Ich meine, ich denke, aber ich werde nur Whiskers hinschicken. Nur Whiskers. Fifi, das lohnt noch nicht. Der hat noch keinen Trickpunkt, das geht nicht. Und vor allem vom Gehorsam her würde er wahrscheinlich gar nicht da, ja, ruhig sitzen bleiben. Kann ich mir irgendwie so vorstellen. Ja, Anton, bist arbeitslos, ne? Schämst dich gar nicht! Du willst schon wieder Fernsehen, ne? Ja. Kannst du vergessen. War geil, ne? Okay, gut. Du darfst ein bisschen schlafen. Du bist ja früh aufgestanden. Sehr früh. Boah, wie der sich da gerade reingedreht hat. Nein! Nein! Ah! Hör auf zu essen! Lauf! Flieg! Hauptsache noch eine Kurve laufen. Wer ruft an? Nein? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Kommen wir ins Nada. Mach mal sauber. Obwohl ich ein bisschen klopfen. Was ist da, ey? Lassen wir das. Diskutieren wir da gar nicht mehr drüber. Einfach. Wir akzeptieren einfach, dass hier irgendwas Unsichtbares steht. Und ja. Ist okay. Oh, ich möchte eigentlich noch so einen schönen Vorgarten haben, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich da jemals dazu kommen werde. Okay, ich werde mich eigentlich noch um den ganzen Gartenkram noch kümmern, aber später. Kommt noch. So, wir müssen noch wieder ein bisschen Miete zahlen. Und wir müssen das Haus abbezahlen. Ist sowieso ein bisschen komisch gemacht alles hier, aber irgendwie muss man ja Miete zahlen, ne? Gut, es ist dunkel geworden und Monika kann auch schlafen gehen. Ich erlaube es ihr zumindest. Los! Gut, ja, es gibt ja eigentlich nicht viel zu sehen. Wir können allerdings Camellia Knochen verfolgen. Gucken, was sie so tut. Ja, mein süßes Whiskers, ja. Wir werden die Tiershows rocken. Also ich denke, ich würde sagen, ein zweiter Platz ist drin. Der erste auf gar keinen Fall, weil ich glaube, da muss man wirklich absolute Perfektion zeigen. Und ja, es ist halt ein bisschen, ne? Schwierig. Gut. Schlafen, schlafen, schlafen. Mehr schlafen. Alter, wie schnell der ausgeschlafen. Okay, der ist 15 Uhr ins Bett gegangen. Cool ist es hier, dass man, ich wollte gerade sagen, dass die hier wenigstens bis morgens um 6 durchschlafen. Ja, Pustekuchen, du wirst nichts essen. Du wirst irgendwas Spaßiges tun. Tu was Spaßiges. Ha! Tu es! Los! Guck's dir an. Bringt das jetzt was? Ich muss mal gucken. Nein, es steigt nichts. Ist das dumm. Okay, ja, ich weiß. Davon kriegst du Spaß. Das werde ich trotzdem niemals verstehen, wie man vom Lesen Spaß kriegen kann. Aber ich lese ja auch nichts Fiktives. Ne? Ich zähle dich, glaube ich, schon bis zum 80. Mal. Das ist nichts für mich. Ich lese nur pragmatische Sachen. So, wo sind die Viecher eigentlich schon wieder? Schlafen und kratzen. Hey, ich wollte zugucken. Aber ich hoffe, ich kann wenigstens bei Fifi noch so ein bisschen Gehorsam noch in die Folge reinkriegen. Also es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ey. 5 grüne Spaßpfeile. Ja, na klar. Du mich auch. Das ist mir sowieso auch immer so ein Rätsel. Warum hat der eigentlich kein soziales Leben? Aber wisst ihr das schon? Wo ist denn da der Unterschied? Die machen aber ja das Gleiche. Das ist mir wirklich ein Rätsel. So, das stinkt. Da machst du was Neues. Ja, pack mal weg. Reicht.
So, wenn du da liest. Das finde ich halt auch in Sims 3 besser gemacht. Vielleicht auch schon in Sims 2, ihr wisst ja, ich kenne das nicht. Aber in Sims 3 gibt es ja auch halt spezifische Bücher, die man halt lesen kann. Und das ist auch so Sachen, was mich halt wirklich interessieren würde, ne? Das fände ich, das, also ich fände das selbst richtig cool, wenn das so im echten Leben wäre. Ja, Kochbuch für Stufe 1 oder so, dass man das auch so hier, wie das ja hier eingeteilt ist, in so Stufen einteilen könnte, und dann würde man alles wissen. Wenn man jetzt so 10 Bücher durchlesen würde, würde man alles darüber wissen. Das fände ich so geil. Ich würde mir so viel Wissen aneignen. Also ich bin sowieso ziemlich wissenshungrig und lerne eigentlich alles Mögliche, was es so gibt. Aber naja. Wenn es so wäre, wäre es cool. So. Was wollte Fifi gerade von dem Webstuhl? Wollte sie mit dem Garn spielen? Was? Fifi Whiskers, das Regen da. Oh, habt ihr euch da wieder verhangen? Ah, oh, ne. Kamelia Knochen gibt nach. Ne, geht jetzt einfach. Okay. Ihr seid doof, ihr wollt immer nur schlafen. Ja, mein Gott, steht doch auf. Wo ist sie denn? Achso, die steht da. Die wartet. Wartet, dass Whiskers oben ist. Ja, wenigstens verharren sie sich da nicht. Da warten sie wenigstens. Anstatt, dass sie sich dann auf der Treppe irgendwie entgegenkommen. Und dann ist die Katastrophe groß. Dann kommen sie da nie wieder... Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Würden sie da echt ewig stehen und nie wieder wegkommen. Och Gott, ey. Ich hab's schon vor den Augen. Oder ich muss mal eben gucken. Okay, Gärtner habe ich. Nicht, dass ich den dann irgendwann wirklich nicht mehr hab. Stell mal, ein Butler ist immer ganz lustig. Natürlich isst sie erstmal. Natürlich. Ignoriere meinen Befehl. Gehorche. So, Viecher, wollt ihr jetzt gleich mal aufstehen? Das wäre geil. So, Fifi zum Beispiel. Das würde sie sowieso erstmal erleichtern. Na komm, tu es. Nee, er will erst was essen. Okay. Nein. Was, Tricks? Alter. Springen beibringen. Komm, das nutzen wir gleich. Los. Jawohl. Ja, da war ja schon mal was drin, ne? Das ist schon mal gut. Ich finde das sowieso voll gut. Das fünfte, was er lernen kann, also was ein Hund lernen kann, finde ich sowieso voll geil. Das Totstellen. Das ist so witzig. Oh Gott, ich muss den mal baden, ey. Das geht ja gar nicht. Komm, den Punkt will ich haben. Ich will ihn. Ja, den kriege ich auch. Jawoll! Monika geht auf den Pott. Und zwar oben. Warum auch immer. Das wird aber nicht lange gut gehen. Es ist mir eigentlich ein bisschen zu schlecht, wie es ihm geht. Es ist nicht so... Ah. Er macht hartnäckig weiter. Er hat auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Oh Gott, nein, ich muss das jetzt abbrechen. Oh Mann, ich will es auch nicht abbrechen. Mann, nein. Dann geht er gleich schlafen und dann heißt es wieder, Mann, du kümmerst dich nicht um das Viech. Okay. Und jetzt baden Fifi ganz schnell. Jetzt geht er sowieso, ach, sie malt schon wieder. Jetzt geht er kurz nach draußen. Ne, jetzt wird er schlafen. Also ich wollte schon sagen, ich dachte schon, Whiskers geht jetzt baden. Oh, bleibst du jetzt da die ganze Zeit wieder stehen? Oh ja, er bleibt da jetzt die ganze Zeit stehen, bis Fifi aufwacht. Ist das nicht toll? Geil. Ja, das ist einfach ein bisschen problematisch. Oh ja, das ist meine Chance. Loben. Spielen, streicheln. Und gleich nochmal. Blicker, Blicker. Wie nennst du denn das Viech? Ja, ja, jetzt wollen wir wieder keine Tricks bei ihr kommen, ne? Warum auch immer. Noch mehr.
Okay, der Butler ist gerade gekommen. Oh. Okay, das wird nix. Naja, das wird nix. Danke, James. Ach ja, der ruft ja das Hausmädchen an. Stimmt. Monika, du stinkst. Oh, ey, der steht da jetzt echt hier. Ist das... Was? Wie? Hä? Nein, Moment. Er ist schon wieder wach? Ja, halt's Maul. Bade, Fifi. Er hat es verdient. Los, Fifi, tu es. Jetzt wirst du gebadet. Jawohl. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Oh, mag er das nicht? Sie sehen die Reinigung eines Hundes. Voll gemein. Oh. Die kommt da erstmal raus. Ja, noch schön föhnen. Ja, Miska steht erstmal in der Ecke rum. Und sie entscheidet sich mal wieder spontan aufs Klo zu gehen. Wenn sie etwas aus freiem Willen entscheidet, dann aufs Klo zu gehen. Auf jeden Fall. Wie böse der ist. Geh mal lieber pennen. Nicht, dass du gleich schon wieder am Stehen schläfst. Okay. Ja gut, großartig weit gekommen sind wir nicht. Das mit den Tricks für Fifi fand ich jetzt schon mal gut, aber jetzt nicht gerade großartig relevant, weil ich ja eigentlich Whiskers jetzt noch mal ein bisschen vorbereiten wollte. Aber na gut, kann man nichts machen. Ne? Wenn ich die Tricks nicht trainieren darf, dann ist das halt so. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei den Sims. Ciao.